16-jähriger Powerlifter zerstört Manuel Haas 18 im Posenbattle. Ist das wieder Vadim oder worum geht's hier, Alter? Wenn's Vadim wäre, fände ich's cool. Nein, wir skippen Paul nicht, aus Prinzip nicht. Denn ihr müsst euch gedulden. Joe kommt danach. Das Beste kommt zum Schluss, Freunde. Ich kann auch was. Und ich würde sagen, derjenige, der schlägt, kriegt von mir eine Dose Strong nach Hause geschickt. Jungs, hoffentlich kommt Vadim, Alter. Mädels, die Form mit heute wieder mal im Club präsentiert. Couple of the Day, was ist das denn, Kurwa? Was soll das? Was ist das für ein Scheiß? Heute. Junge, würde meine Alte mir versuchen, die SZ-Stange aus der Hand zu nehmen, beziehungsweise zu helfen, ich würde die beiseite schieben. Ist es wieder mal Zeit für den saftigen Booster, nicht vergessen mit Paul. Wir kommen jetzt 10% Rabatt. Ich nehme zwar nicht auf Booster, aber wenn, dann schalt's richtig. Ich nehme es auch meistens nur an guten Tagen. Heute fühle ich mich auch richtig geil. Deshalb wird mir der Booster auf jeden Fall dazu verhelfen, noch krass zu performen. Ich fühle mich extrem gut regeneriert. Bin ready für eine geile Push-Session. Deshalb ziehen wir den jetzt ordentlich rein. Ich nehme so 1,5 Scoops, also nicht mal 300 Milligramm Koffein, weil ich sowieso nie Koffein konsumiere und somit meine Sensibilität sowieso sehr hoch ist. Und dann reicht hier ein bisschen was und der Effekt will wieder nämlich ins Universum katapultieren. Holy shit. Simon macht übrigens vor Bankdrücken einfach drücken. Sven verschenkt dir weiter die schönen Abos. Oh, es ist Simon. Damit ist der 16-jährige Powerlifter gemeint. Nicht Vadim, okay. Und Simon hat ja ordentlich abgespeckt. Der hat richtiges Diet-Face, Kurwa. Einmal High Roast, einmal noch so eine Schulter-Reha-Übung, wenn die Schulter nicht ganz fit ist. Also es, du machst es wirklich nur, um dann bei Bankdrücken ein geileres Setup zu haben. Ja, alles fürs Benchpress. Ich bin schon gespannt. Er hat eigentlich heute Dilo, deshalb heute auch kein Koffein, gell? Heute kein Koffein. Koffein-Detox hinten mal wieder komplett mein Leben. Das ist schrecklich, Leute. Ja. Also jeder Powerlifter und jeder Body will jetzt einfach fühlen ohne Koffein. Man lebt einfach nicht. Das kann man vergessen. Ich werde schauen, ob ich heute ein bisschen was zeigen lassen kann, was die Technik angeht. Vielleicht schaffe ich dann irgendwann auch die 200 Kilo auf der Bank. Wäre auf jeden Fall ein Träumchen. Le Mockingbird schreibt, jeder fängt gleich an, sein scheiß Proteinpulver in die Kamera zu halten. Hab heute mehr Werbung gesehen als damals auf 9 Live. Ja, natürlich, mein Lieber. Denn man muss ja auch irgendwie hier sein Geld verdienen. Ja, ist doch normal. Darauf basiert das Ganze doch, mein Lieber. Der eine macht mehr Werbung, der andere weniger. Aber damit musst du dich leider abfinden. Ich mache ja auch Werbung. Tut mir leid. Das gehört leider zum Business dazu. Musst du ja auch irgendwo uns verstehen. Keiner setzt sich hier, das wäre jetzt gelogen, sage ich euch ganz ehrlich. Natürlich sitze ich hier, weil es unfassbar Bock macht, aber keiner würde sich hier vier, fünf Stunden hinsetzen bei 30 Grad, Videos angucken und keine Werbung schalten oder machen. Das ist normal, Freunde, bitte. Du darfst das, okay, danke schön. Danke für die Ausnahme, welch eine Ehre. Nee, cool, ihr müsst das verstehen. Manche checken das ja nicht, aber wer macht das schon? So, weiter geht's. Ich baller jetzt natürlich wie immer. Ich schalte die Werbungen nicht, das macht Twitch selbst, Freunde, nicht vergessen. Sportübung raus, bisschen Butterflies und dann ballern wir beide Brustsession. Danach hast du noch eine Übung, oder? Nee, ich hatte davor Schulter und die habe ich gerade gemacht und jetzt habe ich High Rows mein Gehirn benchen. Okay. Aber bei Simon dauert das Benchen sowieso 1,5 Stunden, deswegen. Das dauert länger, das dauert sehr viel länger. Ja, Powerlifting. Erdnussbutter, danke dir, mein Lieber. Dann schauen wir mal, was jetzt hier mit Full Stack plus 5 Kilo so geht. Easy. Techno-Nico, das ist Spachteltechnik von meinem Vater im Hintergrund. Hat er gespachtelt, die Wand, in Betonoptik. Okay. Oh mein Gott, Alter. Was kennst du dir heute? Hulde. Und ich bin hart am Schwitzen. Und hart am Sprechen. Und hart am Sprechen, ja, richtig. Warum ist denn der seit 7 Jahren heiser, Alter, der Manuel? So muss sein, wie läuft. Heute sogar mit jungem Trainingsbody. Schau mal, was der Simon macht. Der macht sich wahrscheinlich eh noch 20 Minuten Farm. Aber ich glaube, der hat schon eine Bank reserviert. Deshalb schau mal runter, du. So, ich hatte recht. Simon hat schon mal die ultimative Bench belegt. Warum ist die so geil? Weil sie so ein Polster da hat und du rutschst halt einfach nicht. Das ist einfach unheimlich geil. Plus. Und die Stange ist irgendwie auch, ich weiß nicht warum, aber die Riffelung ist viel stärker. Genau. Die Riffung ist einfach geil, an. Nicht, das ist geil, plus du kannst für jeden die Höhe easy umstellen. Das ist einfach, ja. Ja, stimmt, mit den Dingern ist es auf jeden Fall nice. Simon hatte, glaube ich, 4 Stufen niedriger als ich, also da müssen wir zwischendurch vielleicht noch ein bisschen umstellen. Junge, Simon sieht nach der Diät komplett anders aus, Alter. Komplett. Der hat ein richtiges Diet-Face. Wann kommt Interview mit Papa? Das wird legendär. Kommt, Freunde, kommt. Habt Geduld, kommt. Vielleicht. Komm, ich versuch den mal für Freitag anzuhauen. Wenn er nicht nach Holland fährt, dann hau ich den mal für Freitag an. Das wäre doch mal was, oder?
Das wäre doch mal was. Wenigstens, dass der hier im Stream sitzt eine Stunde. Das wäre doch mal auch ganz gut. Schön. Außer die zweite Bank wird frei. Aber die ist schon heute nicht so schwer. Ja? Hey, ich habe nur 100 Kilo und einen bisschen schwereren Satz mit 120. Also nicht allzu heavy. Ich werde mal schauen, vielleicht kann man bei mir bei der Technik ein bisschen was ausmerzen. Und dann wird das, wie gesagt, das mit den 200 Kilo. Schauen wir mal, was da geht. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Der Chest-Pump ist absolut heftig. Und das einfach mal nach zwei Sätzen. Ich meine, gebt euch mal diese Brust, die ist todes aufgepumpt. Jetzt ist er... Boah, Junge, krank. Natürlich Weitwinkel, zoomen wir mal ran. Aber trotzdem noch. Krank aufgepumpt, also die Brust verträgt bei mir einfach gar nichts, der Pump ist instant da. Aber umso besser, wenn ich weniger Volumen machen muss, um trotzdem gute Gains zu machen, erspare ich mir Arbeit und mache hoffentlich trotzdem ein paar Titty-Gains. Okay, also ich versuche jetzt, mich ähnlich krass wie Simon aufzubauen. Du kannst mir vielleicht hinter der Kamera einfach ein paar Tipps geben, wie ich mich... Seit wann hast du eine Casting-Couch? Ja, wenn mal ein paar Gäste kommen, können sie sich dahin hinchillen. Wieso nicht, ne? Besser positionieren kann, also du greifst auf jeden Fall sehr breit, gell? Greif mit dem Zeigefinger hier im Ring. Zeigefinger. Ich nehme jetzt einfach mal... Eher Mittelfinger, will ich gleich übertreiben. Dann spannst du dich ganz lang. Was eine Brücke, Alter. Ich habe noch nie so gedrückt. Ne? Ich denke mal, wenn mir wirklich so ein richtiger Powerlifter eine Bankdrücktechnik beibringen würde, ich drücke ja einfach, ich lege mich hin und drücke einfach nur. Ich denke mal wirklich, dass ich da ordentlich Potenzial hätte, ordentlich was wegzuballern. Was denkt ihr? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe 200 auf Reps gedrückt, 5-6 Mal. Dann denke ich mal, mit so einer komischen Technik und Bankdrückerhemd, da wäre auf jeden Fall was Gutes drin. 2,40 vielleicht, 2,50, keine Ahnung. Komm rein. Dann machst du die Fußposition anders, dass deine Ferse schön am Boden sind. Dann wartest du noch kurz, gibst deinen Arsch auf den Boden und spannst dich komplett an. Und dann geht's los. Genau. Das macht doch gar keinen Bock, so zu drücken, oder? Also okay. Du, da spricht jetzt eigentlich nichts gegen Powerlifting-Karriere. Ja, mal schauen. Simon 29303, danke dir fürs Prime-Abo, mein Lieber. Dagegen. Ich spüre schon mal unseren Rücken jetzt, aber mal sehen. Ich versuche die 150 so mal heute. Mal sehen, ob es sich besser anfühlt oder nicht. Ich versuche einfach mal einen Satz und dann mache ich bei dir den Backoff. Aber von spannungstechnisch her war es auf jeden Fall krass. Ich habe gerade schon 130 aufgewärmt mit derselben Technik. Es fühlt sich absolut geil an. Ich habe nur meinen Unterrücken gespürt. Mal schauen, wie es jetzt die 150 werden. Aber ich glaube, dass hier heute echt ein guter Tag sein könnte. Wie gesagt, meine Brust ist krank aufgewärmt, ich krank halb. Ich habe Bock. Aber jetzt schauen wir uns erstmal den Satz von Simon mit 100 Kilo an, was wahrscheinlich absolut easy wäre. Ich habe jetzt 5 Wiederholungen damit. Also Deload halt. Und dann habe ich einen schweren Satz noch, weil ich meinen Coach überredet habe. Den werde ich so mit ungefähr 120 anpeilen oder so. Also auch nicht zu schwer. Aber zuerst müssen wir nochmal schnell das Rack runterstellen, weil Paul hat viel zu lange Arme. Dafür ist das nämlich richtig geil. 250 auf Reps, niemals, Mann. Da gibt es einfach so einen Hebel und mit dem kann man das hier im Prinzip rausheben und dann einfach umstellen. Geil. Könnt euch auf jeden Fall am Sonntag freuen, da kommt das Bankdrück-Battle online auf dem Kanal von Johannes Lukas. Das wird nice. Ich denke mal, darauf werden wir dann auch reacten, Alter. Auf das eigene Video. Wird gut. Easy. Ziemlich easy. Okay, ich hau jetzt mal in 150 rein. Bin gespannt. Easy. Lasst euch überraschen, wer gewonnen hat. War ein brutales Battle. War wirklich nicht leicht. Oh, das ist nix. Easy. Jawohl. Komm nach hinten, easy. Komm da hinten, easy, easy, komm. Komm, drück, Junge. Komm. Komm, press, da hinten, komm. Boah, Alter. Solide Raps. Fast ein Krank für unseren Rücken, Junge. Aber die ging mal sehr stabil. Ich will das mal testen. Nächstes Mal teste ich, glaube ich, auch so ein bisschen mit Technik. Voll Bock drauf. Aber dann immer nur so 3 Raps. Moin, Onkel Sam's World. Zurück. Schöne Grüße in die Schweiz, mein Lieber. Guck mal, der Simon, der macht eine richtige Brücke. Guckt euch das mal an. Was ein Hügel, Alter. Mount Everest. Ah, okay, der geht dann wieder ein bisschen runter. Irgendwie habe ich heute ein Gefühl, dass es ein sehr, sehr guter Tag ist. Der Booster knallt rein. Erstens, der schmeckt richtig krass. Zweitens, nachdem ich nicht so viel Koffein konsumiere, umso krass. Deshalb nicht regelmäßig Booster nehmen, sondern vielleicht ein-, zweimal die Woche. Nein, Johannes stinkt nicht, immer noch. Freunde, Thema closed, er stinkt nicht. Das war irgendein Running Gag von den Jungs, aber das war tatsächlich Schwachsinn. Alle dachten, er stinkt, aber er stinkt nicht. Sven, verschenkt dir Abos, danke dir, mein Lieber. Mir geht's gut, ich hoffe dir auch. Post-Workout essen gönnen, schön. Guten Appetit.
Also ich habe das Gefühl, dass ihr heute auf eine OPA geht. Simon pumpt nochmal kurz jetzt den Rücken auf. Ja, ich habe noch 3 Sätze. Dann ist auch die Dino-Einheit schon durch. Also wirklich das Volumen ist die Woche echt geisteskrank niedrig. Nur 3 Einheiten. Und dann jeweils nur 4 Übungen, aber auch mal lustig, weil sonst immer 8 Übungen oder so. Das ist mal entspannt, ja. Ja, mal eine 3-Stunden-Session statt 5. Also Simon gefällt mir mit Off-Season-Gesicht irgendwie besser. Der sieht so leicht ungesund aus gerade. Session. Lea, wo habe ich denn bitte kleine Kinder fertig gemacht? Bist du denn irre? Wo habe ich denn kleine Kinder fertig gemacht? Manu, der Volldepp, haut sich da hinten Essen rein, während er eigentlich posen soll. Absolute Frechheit. Ja, wenn er gleich mit der Wampen dasteht, ist halt seine Schuld. Was will man machen? Übrigens, Leute, wer kann sich erinnern? Ihn habe ich auf der 1BF 2019 komplett zerlegt. Nicht ganz. Was, Bruder? Ey, den kenne ich auch noch. Der war brutal. Damals. Aber er startet dieses Jahr wieder. Wäre auf jeden Fall interessant, wie wir jetzt nehmen. Freunde, ich pass es nicht. Ich gucke jetzt aus Prinzip zu Ende. Beruhigt euch mal. Gleich kommt doch der Joe, meine Freunde. Gleich kommt Joe. Und dann wird's gut. Chillt mal ein bisschen. 5 Minuten noch. Ja, voll. Das ist ja letztes Jahr, hast du nicht wirklich trainiert, oder? Na, letztes Jahr nicht wirklich. Naja, ich habe Anfang des Jahres letztes Jahr nicht trainieren können. Ich habe wahrscheinlich dann so im Sommer dann wieder angefangen zu trainieren. Hab dann einfach Shrek-Einblendung. Noch wieder meine Masse aufbauen können. Und ich finde, die Form ist eigentlich jetzt eh besser als vor 2-3 Jahren. Also ja, ich schaue dieses Jahr auch NPC. Bin gespannt. Aber jetzt wird es langsam Zeit. Jetzt holen wir den Manuel von seiner Fressorgie und stellen mal in den Simon und schauen, was geht. Was soll das eigentlich? Sieh dir aus. Erstens, er sagt mir 2 Minuten vorm Training, dass ich posen muss. Zweitens, ich muss meine Gains safen bauen. Heul nicht rum, Manuel. Ja, okay, wenn du da gleich die schöne Vakuum ziehst. Der zieht nach dem Essen gar nichts mehr. Zieht höchstens seine Hose wieder an. Wenn der Vakuum zieht, speibe ich dir ins Gesicht. Da stehen die beiden Herrschaften und dafür, dass Manu gerade gegessen hat, ist dein Bauch aber gut. Ja, ist auch ziemlich flach eigentlich. Okay, lass 94 Kilo. Geht okay. Ich will, du 88, gell? 89. Ich bin echt aufs Posing-Battle gespannt. Geht's schon los? Ja, geht jetzt hier los. So, let's go. Warte mal, der ist 16 Jahre alt und der zerstört ihn hier nicht ganz. Er hat einfach einen besseren KFA. Aber ist schon ordentlich. Digga, für 16 Respekt. Ihr sagt, skip das Video. Aber wer von euch im Chat sah mit 16 so aus wie Simon? Niemand. Was die Beinmasse angeht, sind auf jeden Fall beide ähnlich auf. Simon sind natürlich... Ich, schreibt einer. Ich glaube nicht. Natürlich. Etwas schneller, aber bei der Doppel. Digga, weißt du, wie ich mit 16 Jahren aussah? Pff. Schlimmer als der hier. Oh. War gar kein der, sorry. Schlimmer als sie, wollte ich sagen. Mach nochmal nur Doppelbizeps ohne Beine. Da sieht man auf jeden Fall die unterschiedlichen Strukturen. Simons Teil sieht sogar recht schmal aus. Dafür hat Manuel klar die dickeren Arme. Also interessant ist mal von hinten. Ich trainiere Arme einmal die Woche, vielleicht das ist einmal in 2 Wochen jetzt, ja. Oder so. Also. Scheiß Powerlifter. Brutale Dehnungsstreifen, weil er so dick war, ne? Also, der hat einen hohen KFA gehabt. Aber für 16, Digga, Bombe, Alter. Ich such mal ein Bild von mir aus mit 16. Doch, danke bei beiden. Und obwohl Simon, du machst du isolierte Übungen mittlerweile ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen High Rows, sehr hochvolumig, aber sonst nicht viel eigentlich. Bei Manuel ist das sowieso Rücken auch Priorität. Ja, richtig. Bei beiden. Was für mit 16? Heute auch noch. Stabil, bei ihm auch ein bisschen mehr shredded. Aber Manuel hat die Masse jetzt nochmal most muscular. Ja. Jawohl. Kommt geil. Sidechest nochmal und dann lassen wir euch in Ruhe. Oh, ja, die kommen bei Manuel sehr übel. Auf jeden Fall sehr, sehr interessanter Vergleich. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, wer für euch mehr hinaussteht, wer die mehr Schwächen. Also für 16 mein vollster Respekt, ganz ehrlich. Manuel für 18 auch. Ich sah auch nicht mit 18 so aus wie Manuel.
Ich sah viel besser aus mit 18. Nein. Die sind, ey, für ihr Alter sind die beiden top. Sollen die ihren Fitnessfilm fahren? Wieso nicht? Finde ich cool. Sollen die machen, Alter. Die motivieren kleine Jungs dazu, ins Gym zu gehen. Im Alter von 18 Jahren. Besser. Na, wer Stärken hat, was sagst du so zum Vergleich? Ja, man sieht auf jeden Fall, Simon ist für sein Alter richtig, richtig krank. Die stellen mich nicht als, ich kann auch was. Ich wiege 94 Kilo. Also, du bist ja echt gut dargestellt. Der ist seit 20 Wochen auf. Oder bitte trink mal warme Milch mit Honig. Was ist los mit dir? Deine zerkratzte Stimme. Ich krieg Ohrenschmerzen, Alter. Diät, was soll die Scheiße? Ich habe Simon überredet, seine letzten 500 Kalorien hier. Ja, jetzt für Sabo aufzubauen, denn ich will eine kleine Challenge machen. Will einen halben Sub so schnell wie möglich essen. Mal schauen, ob du den halben Sub dafür verschwendest. Boah, einen halben Sub. Ich würde jeden YouTuber zerfetzen, Alter, hier in Deutschland. Fitness-YouTuber. In Schnelligkeit von Essen. Ich esse verdammt schnell. Das ist unwahrscheinlich, ehrlich. Mit Ansage. Ich will auf jeden Fall mein Bestes geben und dann mal schauen, was ich so hier mir gönne. Aber es gibt mittlerweile richtig geile. Zum Beispiel Veggie Delight und Vegan Chicken sind eigentlich so die Top-Dinger. Wo auch gut Protein drin ist, geht natürlich nicht mehr Auswahl, aber... Sven, was hast du gemacht? Digi, Sven verschenkt... Sven verschenkt 50 Abos an die Community. Sven, Alter, was geht ab, Junge? Danke dir, mein lieber Sven. Ich küsse doch deine Kniescheibe. Was geht ab, Junge? 50 Abos, Digga. Schmeckt geil, deshalb hauen wir erstmal gut rein und bestellen dir auch nicht was. Ich habe mich jetzt für den halben Veggie Delight entschieden. Mit Salsa und ansonsten alles drin, außer Jalapenos und Oliven. Riecht nach Thunfisch, perfekt. Die Stoppuhr ist bereit. Ich stelle die extra neben mich. Sven, Digi. Brutal, Alter. Danke für den kranken Support. Echt Wahnsinn. Die Jungs bedanken sich hier alle. Sehr, sehr cool. Bedankt euch, Freunde. Ihr habt keine Werbung mehr. Ihr habt jetzt alle ein Prime-Abo. Und dann starten wir jetzt. Und Lucky 1338 ebenfalls mit einem Prime-Abo. Ich danke dir, Mann. Ah, geil. Okay. 1,30. Die Zeit war die ganze Zeit verdeckt. Das war auf jeden Fall. Ich schaff das unter einer Minute. Vielleicht mache ich ein Beweisvideo. Ich schaff's unter einer Minute, ein 15er Sub. 1 Minute 30, nicht ganz. Du kannst mal auf mein Gesicht fokussieren, oder wie sieht's aus? Ich habe schon gesagt, unter 2 Minuten wäre auf jeden Fall eine gute Zeit. Sven. Da schreibt Nils, Sven, ich glaube, du hast einen richtig langen. Ich glaube, Sven hat einfach solche Cojones, Alter. Der ist ein richtiger Ehren-Cojones, Bruder. Jetzt waren es 30, stabil. Wir können auch gerne mal ein Video von euch machen, wenn ihr es auf Instagram zuschicken. Und ich würde sagen, derjenige, der schlägt, kriegt von mir eine Dose Strong nach Hause geschickt. Deshalb auf Instagram schicken und dann gibt es eine Dose Strong for free. Ganz wichtig nochmal zur Challenge, nicht jeder, der schneller ist an sich, sondern der Schnellste, der es mir zuschickt, bekommt auch Strong zugeschickt. So, ich zeige dir Simon heute den urbanen Lebensstil. Einfach Stadt und dann direkt das Meer. Naja, fast. Alte Donau ist aber fast das Gleiche. Es hat über 30 Grad, es ist Samstag, ist extrem viel los. Und wir hauen uns jetzt gleich à la Bodybuilding-Manier in Unterhose schön ins Wasser. Alter, ist das geil. Eine schöne Abkühlung nach dem Training, das ist auch was Feines, Alter. Schön, ich mag eh so sehen, finde ich geil, finde ich sehr, sehr cool. Der Brustpump wurde erweitert, Junge. Eine Freundin von mir hat eine Uhr hier vergessen, eine goldene, entweder Daniel Wellington oder Paul Valentine. Eine Freundin von mir, meine Freundin, was laber ich für ein Sch... Dosti CR7, danke dir fürs Abo Stufe 1, mein Lieber. Scheiße. Ja, liegt schon so 2 Wochen hier. Paul Wellington, okay. Danke, fast. Also nicht Darlene Wellington, nicht Paul Valentine, sondern Paul Wellington. Simon hat seine Sachen gepackt. Jetzt 2,5 Stunden wieder Bus fahren. Absolut. War nice. Komm gut nach Hause, viel Spaß, machen wir Wettkampf. Seine Freundin tritt nämlich morgen an. Also diese Das wird spannend. Viel Glück und wir sehen uns. Wir sehen uns wieder mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Bescheid. Dir auch. Okay, jetzt nochmal kurze Posing-Session hier. Na, das ist... Junge, mir kommt's vor, als ob Paul einfach keine T-Shirts besitzt. Er rennt durchgehend oben ohne rum. Aber Paul sieht brutal aus. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Er sieht echt heftig aus, Mann. Hallo und welcome to the Westbahnhof in Vienna. Tom ist da, Qualität ist da. Jetzt geht's nach Hause, wahrscheinlich noch mal im Pool und ich habe noch richtig viele Kalorien auf mich. Ich glaube noch knapp 3000, deshalb ballern wir rein. Ich werde eh schon von jedem angeschaut. But that's the life. Junge. Paul ist gerade bei über 5000 Kalorien. Das ist auch auf vegane Art schwer zu packen, diese 5000. Die Form ist gerade übel gut. Okay, genug Narzissmus. Ab nach Hause. Ah.
So, Freunde, das war's mit dem Paul-Unterleitner-Video. Eigentlich ging es da gar nicht um Paul, sondern um den 16-jährigen Paul, 16-jährigen Simon, Powerlifter zerstört, Manuel Haas, 18. Und Respekt an Simon geht definitiv raus. Ich mag Simon, ich feiere ihn. Sehr, sehr cooler Typ. Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und einen Daumen nach oben. Würde mich sehr, sehr freuen. An dieser Stelle auch einmal eine kurze Werbung für meinen Twitch-Kanal. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch gerne auf Twitch folgen. Wir werden wöchentlich öfter live gehen. Und falls ihr mich noch supporten wollt, ihr wisst Bescheid. powerstage-germany.de für die besten Supplements. Da kassiert ihr mit meinem Rabattcode William auch den besten Rabatt. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.